Da sind Sie ja endlich. Ich war drauf und dran, ohne Sie abzureisen. Sie wissen doch, was man über den Organon sagt. Dass er beim Versuch entstand, menschliche DNA mit Sojamehl zu kreuzen? Dass wir unsere Fahrpläne immer einhalten. Ah, den Humor haben Sie von der Mutter. Wir wären sicher eher hier gewesen, wenn nicht der halbe Turm aufgrund irgendwelcher Kampfhandlungen gesperrt wäre. Kommt es häufiger vor, dass bewaffnetes Gesindel in Ihren Anlagen herumsteigt? Dieser lächerliche Bauernaufstand ist nicht Ihre Angelegenheit. Trotzdem ist es doch seltsam, dass die Deponianer gerade jetzt aufbegehren. Wissen Sie etwas darüber? Es ist Rufus. Er versucht, mich aufzuhalten. Rufus? Er ist ganz schön hartnäckig. Er ist ein Idiot. Du unterschätzt ihn. Genau, Baby. Sag's ihm. Er ist nur halb so dumm, wie er aussieht. Nimm's mal zwei, dann stimmt's. Er weiß nur nicht, wann der richtige Zeitpunkt ist, aufzugeben. Apropos richtiger Zeitpunkt. Wären die Herrschaften dann soweit? Einen Moment noch. Ich habe meine Tasche drinnen liegen lassen. Sehen Sie zu, Mann. Sobald die Maschinen warm gelaufen sind, legen wir ab. Mit oder ohne Tasche. Insgeheim steht sie immer noch auf mich. Cletus. Put. Cletus, was macht er denn da? Bombenkontrollen, cha-cha-cha. Fummelt er etwa an den Bombenkontrollen? Ich fummle an den Bombenkontrollen. Chippitu. Na, das sieht bestimmt nur so aus. Es sieht nicht nur so aus. Ich fummle tatsächlich an den Bo, an den Bi, an den Ba, an den Bo. An den Bombenkontrollen. Dieser Bo, dieser Bi, dieser Ba, dieser Bu. Rufus got the groove, yeah. Aber halt, dieser Verräter. Fummelt er doch tatsächlich an den Bombenkontrollen. Ich muss ihn aufhalten. Hey, da ist Donners Fernbedienung. Und die beiden übrigen Datasetten. Ich lege schon mal eine ein. Golds Fernbedienung fehlt leider. Sie muss ihn noch bei sich haben. Cletus hat sie hier einfach so liegen lassen. Goal? Donna? Irgendwer? Offenbar ist niemand zu Hause. Kein Wunder. Das Implantat ist ja auch leer. Rufus, was tust du hier? Ich weiß, du hast mich vermisst. Aber wir haben jetzt keine Zeit für Versöhnungsjam-Jam. Wofür? Cletus ist nebenan im Bombenkontrollraum und... Und offenbar nicht hier, um dich zu verprügeln. Himmel, wo ist Krawallgol, wenn man sie braucht? Deaktiviert. Von deinem sauberen Verlobten. Der übrigens gerade dabei ist... Mit mir nach Elysium zu gehen, genau. Ich weiß, dass dir das nicht gefällt. Aber mir nachzulaufen ändert daran auch nichts. Dein Weg führt nur von einer Katastrophe in die nächste. Vielleicht ist das der richtige Weg für Krawallgol. Meiner ist es nicht. Hör mir doch erstmal zu. Warum sollte ich? Du hörst mir ja auch nicht zu. Ich gehe mit Cletus. Sei froh, dass ich dir nicht den Organon auf den Hals hetze. Ich gebe dir 3 Sekunden, um von hier zu verschwinden. Sieh es als Abschiedsgeschenk. Aber Goal... 1. Ich... 2. Cletus nützt dich nur aus und wenn du von oben auf meinen brennenden Kadaver hinabschaust, wirst du einiges von dem, was du gesagt hast, sehr bereuen. So. So, und nun? Darum ist Cletus der Gute und Rufus eben nur... Na, Ladies, wie sieht's aus? Lady Goal hat mir gerade erklärt, warum man dir nicht trauen kann. Was? Aber du solltest doch Lady Goal umstimmen, nicht umgekehrt. Ach ja. Das war dein Plan? Ich würde ja sagen, lass dir etwas Besseres einfallen. Aber am Ende verstehst du das noch als Aufforderung. Tu ich auch. Nicht streiten. Keine Sorge, Baby. Lady Goal ist kurz davor, ihren Irrtum einzusehen. Ich habe meinen Irrtum eingesehen. Du bist der Irrtum. Und auch Baby Goal ist nicht ganz so naiv, wie du glaubst. Ja, ja. Aber... Nanu? Ist das etwa ein lustiger Schmetterling da drinnen? Ein Schmetterling? Hui! Ich hasse dich. Glaub das ruhig. Oh.
Langsam habe ich wirklich genug von diesem verdammten Implantat. Alles okay? Geht schon. Gibt's eine Zusammenfassung? Wir sind in Argos Bombenkontrollturm. Ich glaube, Cletus hat vor, die Sprengung auszulösen. Dieser Miese. Und wo ist Donnergoal? Um genau zu sein, bist du jetzt Donnergoal. Lady Goal hat deinen Körper und steht draußen auf dem Balkon. Sie glaubt immer noch, Cletus ginge klar. Vielleicht kannst du ja mal mit ihr reden. Auf sich selbst hört sie vielleicht. Das musst du mir nicht zweimal sagen. Zum Glück weiß ich genau, wie man mit widerspenstigen Frauen redet. Das habe ich von dir gelernt. Tja, sie hatte einen brillanten Lehrer. Wenn sie nur halb so gut mit Menschen umgehen kann wie ich, dann... Vielleicht sollte ich ihr besser nachgehen. Nur zur Sicherheit. Merkst du gar nicht, wie wenig Sinn das ergibt? Ich hab's doch gesehen, verdammt! Hör bitte auf zu fluchen. Ich hasse es, wenn du das tust. Durch den Gebrauch von Fluchworten wirst du mich wohl kaum umstimmen. Und durch den Gebrauch von Ohrfeigen? Typisch. Wenn dir die Argumente ausgehen, greifst du zur Gewalt. Dem Analphabetentum der Seele. Ich kann dir ja mal zeigen, wie ich Kopfnuss buchstabiere. Zufällig mit T wie Trittleiter? Ladies, Ladies. Sowas kann man doch auch friedlich klären. Bei einer fairen Partie Schlammwrestling. Rufus! Ich hätte mir denken können, dass du dahinter steckst. Dir sind wirklich alle Mittel recht, oder? Tja, this is my way. Dein Weg führt nur von einer Katastrophe in die nächste. Vielleicht ist das der richtige Weg für Krawallgoal. Meiner ist es nicht. Ist schon okay, Rufus. Du musst mir hier nicht helfen. Das ist eine Sache zwischen mir und... mir. Kümmere dich lieber um Cletus. Er ist im Moment das größere Problem. Ach ja, da war ja was. So, wo war ich stehen geblieben? Dem Geruch nach zu urteilen in einer Jauchegrube. Was? Na, warte! Puh, das machen die beiden wohl tatsächlich besser unter sich aus. Wie kann man nur so lange Selbstgespräche führen? Schon irgendwie gestört? Gestört. Aber zurück zu den wichtigen Dingen. Ich muss Cletus aufhalten, bevor er... Cletus? Wo ist er hin? Jetzt bin ich am Drücker. Na, dann wollen wir mal schön alles rückgängig machen, was Klötfuß hier so angerichtet hat. Das sollte nicht allzu kompliziert werden. Immerhin hat er das ja auch hinbekommen. Ah, was ist denn jetzt los? Ein Countdown! Nein, 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 nein! Stopp, 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 stopp! Das war knapp. Aber wenn das der Countdown war, was hat Cletus dann hier gemacht? Da stimmt doch was nicht. Hey! Cletus, was soll das? Mach auf, du Feigling! Warum sollte ich? Damit du Pfeife mir wieder in meine Pläne pfuschen kannst? Ich müsste verrückt sein. Tja, wie es aussieht, habe ich das ja schon. Immerhin ist es dir nicht gelungen, die Bombe zu starten. Und? Wer ist jetzt der Idiot? Hä? Du natürlich, wie immer. Ich hatte nämlich nie vor, die Bombe zu starten. Aber ich hab dich doch gesehen, wie du... Ja. Ich wollte die Sprengung sabotieren, Herrgott. Ulysses' Plan war der reinste Irrsinn. Ich habe die Halteklemmen blockiert. Der Organon wird nicht riskieren, die Bombe so zu zünden. Der Schaden für den Planeten wäre gering. Nur der Bombenturm würde zerstört. Und bis sie den Fehler gefunden haben, weiß der Ältestenrat längst von der Existenz der Deponianer. Du solltest mir danken. Ich habe dein Volk gerettet. Und dich leider auch. Vorerst. Mir kommen die Tränen. Du kümmerst dich doch einen Dreck um die Deponianer. Auch nicht weniger als du. Aber ich habe wenigstens kein Problem damit, das zuzugeben. Es geht mir nur um Goal. Aus irgendeinem Grunde hat sie eine Schwäche dafür, dass Deponia seine faire Chance bekommt. Und du kennst mich ja. Für das Lächeln einer Lady würde ich die Welt ins Verderben stürzen. Wahrscheinlich werden die Ältesten die Sprengung trotzdem durchführen. Ich hoffe es sogar. Aber das soll dann nicht mehr in meine Verantwortung fallen. Und seien wir doch mal ehrlich. Mehr hättest du auch nicht für dein Volk getan, oder? Also, inwiefern bin ich jetzt die schlechtere Partie für Goal? Und was sollte mich angesichts dessen daran hindern, mit ihr zusammen nach Elysium zu gehen? Kein grandioser Plan heute? Fällt dir nichts mehr ein, was? Du Schwachkopf! Was tust du? Ich schalte den Countdown wieder ein. Diesmal ein wenig knapper. Bist du verrückt? Mach das sofort wieder aus! Gerne. Ist das hier der Ausschalter?
Hoppla! Ach, was bin ich heute ungeschickt. Ich wünschte, es wäre jemand hier drin, der sich damit auskennt. Aber du musst ja leider schon gehen, nicht wahr? Du miese Kanalbazille! Was hast du wieder angestellt? Mal sehen. Vielleicht kann ich die Steuerung überbrücken. Bete, dass das hier klappt. Dieser Verräter. Was tust du? Netter Versuch, Rußschmutz. Man müsste deine Hartnäckigkeit fast bewundern. Eigentlich sollte ich dich töten, aber langsam tust du mir leid. Ohne jede Hoffnung auf ein besseres Leben. Ohne jede Hoffnung. Ich würde dir ja gerne den Gefallen tun, deiner nutzlosen Existenz ein Ende zu setzen. Von alleine würdest du niemals aufgeben. Ein kleiner Tritt nur. Aber das ist leider unmöglich. Du hast da nämlich etwas, das mir gehört. Zum letzten Mal, gib mir diese gottverdammte beschissene Fernbedienung. Ich weiß, du brauchst die Aufstiegscodes, nicht wahr? Was soll das werden, Schlauberger? Du weißt genau, was ich will. Dir geht es gar nicht um Goal, oder? Verplempere nicht meine Zeit, du Freak. Gib mir jetzt die Fernbedienung, oder wir fliegen alle in die Luft. Die Bombe tickt. Upsi! Nein! Du hirnverbrannter Volltrottel! Ich sollte dich... Goal! Das war ja... Wow! Gut gemacht! Ja, sieht so aus. Ich wollte es wohl einfach nicht wahrhaben. Aber offenbar lagst du richtig mit ihm. Warum hat er das nur getan? Ist doch egal jetzt. Hilf mir hoch! Ja, natürlich. Aber nicht bevor ich mich entschuldigt habe. Ich habe dir Unrecht getan. Ich dachte, du würdest mich anlügen. Dabei hätte ich dir von Anfang an vertrauen sollen. Nicht ihm. Hinter meinem Rücken die Bombe zu starten. Unfassbar. Ich könnte niemals mit so einem Lügner zusammen sein. Und trotzdem war es so, oder? Cletus ist der Lügner, richtig? Naja,
Was soll das heißen? Gibt es noch etwas, das du mir sagen willst? Eine Sache wäre dann noch. Was? Ich muss alles wissen. Ich weiß, der Zeitpunkt könnte günstiger sein, aber nur wenn du mir alles erzählst, kann ich dir wieder vertrauen. Und ich will dir doch vertrauen. Cletus hat dich nicht belogen. Was war das? Er hat die Zündsequenz nicht gestartet. Das war ich. Du? Heißt das etwa, Cletus hat mich gar nicht verraten? Ich habe ihn vollkommen zu Unrecht niedergeschlagen? Irgendwie schon. Aber dass ich dir die Wahrheit sage, zeigt doch, dass ich hier der Gute bin. Oder? Nein. Es zeigt lediglich, dass der bestmögliche Rufus immer noch schlechter ist als Cletus. Goal! Goal, lass mich nicht hängen! Goal! Na, Rufus, hast du es wieder geschafft, dass sich das Blatt in letzter Sekunde gegen dich wendet? Ich sagte doch, du willst gar nicht gewinnen. Zumindest nicht durch Betrug, nicht wahr? Nun, du hast gut gespielt bis hierher. Aber am Ende kommen die Karten immer auf den Tisch. Ich habe zwei Damen. Was hast du? Spielen wir jetzt Rummy? Psst. Tja, sieht so aus, als hättest du es mal wieder versaut, Rufus. Oder hast du etwa noch einen Trumpf im Ärmel, von dem ich nichts weiß? Ich habe noch die andere Fernbedienung. Dir fehlt noch eine Dame für dein Full Goal. Die kannst du gerne behalten. Das Spiel ist vorbei und der Hauptgewinn reicht mir. Zwei wundervolle, bildschöne Frauen. Eine rechts, eine links und ich in der Mitte. Ihre reinsten und nobelsten Eigenschaften endlich wieder vereint. Mehr als genug Goal für einen maßvollen Mann wie mich. Du hast nur eine dumme Datasette mit Goals geistig-moralischen Kinderkrankheiten. Sie ist ungehobelt, trotzig, streitsüchtig. Das komplette Chaos. Wie Rufus. Genau. Vollkommen nutzlos. Du weißt schon, dass du da von mir redest, oder? Was denn? Wenigstens bin ich ehrlich. Das gefällt dir doch so an mir. Ja. Ja, du hast recht. Aber es ist ein Teil von dir, Goal. Ohne ihn bist du nicht komplett. Das ist uns vollkommen wurscht. Ich habe die besseren Goals und die Aufstiegscodes. Wir sollten jetzt endlich den Countdown hochdrehen. Abschalten kann ich ihn ja nicht mehr. Danke, Rufus. Dafür wird die Explosion gerade mal den Turm selbst betreffen. Danke, Cletus. Weil ich ein Gentleman bin, gebe ich dir und deinen Rebellenfreunden genug Zeit, euch aus dem Staub zu machen. Das ist doch das, was ihr am besten könnt. Leb wohl, Rufus. Du warst vielleicht kein würdiger Gegner, aber ich bin ja Kummer gewohnt. Nein, das kannst du nicht tun. Cletus, Goal gehört zusammen. Wartet, ich... Das wird langsam anstrengend hier. Auch das noch? Wir haben aufgehört zu schießen. Na, endlich. Du meinst, wir haben gewonnen? Ich weiß nicht genau. Aua. Rufus, alle mal aufgepasst. Es ist Rufus. Hurra. Janosch, ihr lebt. Natürlich leben wir. Was dachtest du denn? Wir müssen so schnell wie möglich von hier verschwinden. Der Turm fliegt gleich in die Luft. Dann lass uns schnell alle zusammentrommeln. Vergesst mich nicht. Goal! Ich schon wieder. Goal, du, aber warum bist du nicht bei Cletus? Tja, so verlockend die Aussicht nach Hause zu kommen auch war. Ich hätte einen wichtigen Teil von mir vermisst. Und Cletus? Ich habe ihn auf der Gangway ausgesperrt. Krawall-Goal hätte das sicher dramatischer gelöst. Aber ich fand mich auch ganz lässig. Und Cletus hat getobt. Im Angesicht der drohenden Explosion hat ihm aber eine Goal scheinbar ausgereicht. Apropos Explosion. Wir sollten keine Zeit verlieren. Aber was ist mit dir? Ich meine, was ist mit deinem dritten Teil? Wirst du Baby-Goal nicht auch vermissen? Tja, ich habe da noch was gefunden auf dem Weg hier runter.